Servus Leute, hier ist der Mika von den Klopapeters. Heute nehme ich den ersten richtigen Minecraft-Part auf, sag ich jetzt mal. Und ihr seht's im Hintergrund, ich zocke eine Runde Bed Wars. Und ich wollte euch heute mal so ein bisschen sagen, was wir genau mit Minecraft vorhaben. Und zwar haben ich und der Ick gestern ein bisschen unsere, besser gesagt für ihn, haben wir einen Minecraft-Account erstellt. Und für mich haben wir, also meinen haben wir umbenannt. Wir haben den jetzt passend zu unserem Kanal, haben wir die benannt. Ich heiße jetzt Toilettenbomber in Minecraft und der Ick heißt Kotgrube. Passt ja ein bisschen zu die Klopapeters. Und ja, was ich sagen wollte ist, dass wir in Minecraft ein Let's Play machen wollen und haben uns überlegt, ja, was kann man da machen? Weil normales Minecraft auf dem Server ist zwar bestimmt oder ist lustig, aber es ist nicht langwierig, sage ich mal. Also man kann es ein bisschen spielen, aber so ein Riesenprojekt kann man jetzt nicht draus machen. Und dann haben wir uns gedacht, besser gesagt, dann habe ich mir gedacht, ja, wie wär's denn, wenn wir einfach das Modpack Hexit nehmen? Und das haben wir dann auch gedacht, naja, das hört sich cool an und so weiter. Wir haben uns da mal ein bisschen erkundet. Also ich hatte schon ein paar Mal einen Hexit-Server laufen mit Kumpels und so weiter. Und spiele es auch oft in der Singleplayer-Welt. Und kenne mich daher ein bisschen besser aus und habe das dann den anderen so erklärt, wie das geht. Und dann haben wir gedacht, naja, das können wir ja machen. Und jetzt werden wir dann wahrscheinlich, also wir werden dann ein Hexit-Let's Play machen. Und zwar ich und der Ick und der Fag und noch ein Kumpel von uns auf dem Server. Und wir werden das halt aufnehmen von Anfang an. Immer abwechselnd, ich und der Ick, vielleicht auch mal der Fag. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem so ist. Der baut sich nämlich gerade seinen eigenen Computer zusammen und je nachdem, wenn der es dann mit hoher FPS-Zahl aufnehmen kann, wäre schon cool ab und zu. Und ja, das sind so unsere Minecraft, also das sind so unsere Minecraft-Ideen. Wir hauen auch ab und zu mal noch eine Bed Wars-Runde raus. Das kann man ja auch gut benutzen, wenn man irgendein Thema ansprechen würde oder möchte, besser gesagt. Und man dann eine Runde Bed Wars im Hintergrund laufen lassen kann, ist ja auch eine gute Idee. Und ja. Das war's soweit von Minecraft erstmal. Und weiter geht's mit dem nächsten Thema. Und zwar, ist denn Minecraft da nicht zu monoton? Und da hab ich mir nämlich auch gedacht, ja, Minecraft ist schon monoton. Wenn man nur ein Spiel macht, ist bestimmt nicht so spannend, wie wenn man mehrere Spieler gleichzeitig laufen lässt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich starte dann ein FIFA 16 Let's Play, sobald FIFA 16 rauskommt. Nehme ich es dann mit Elgato auf der PlayStation auf. Und zwar habe ich mir gedacht, im Ultimate Team Modus mache ich eine kleine Road to Glory. Und habe mir auch schon eine kleine Idee ausgedacht, aber die werde ich euch jetzt noch nicht sagen. Die werde ich vielleicht in einem späteren oder in einem Video, das demnächst mal rauskommt. Entweder werde ich es euch da präsentieren oder ich präsentiere es euch erst dann, wenn das Let's Play dann auch rauskommt. Ob das ihr dann halt erst da erfahrt, was das genau für ein Let's Play ist. Und ja, also das jetzt mal von unseren Planungen. Und vielleicht können wir ja ab und zu mal noch ein weiteres Let's Play raushauen, damit wir nicht nur Minecraft und FIFA, sondern zwischendurch mal ein Spiel mit Story halt durchspielen, wo man halt auch vielleicht zu zweit, zu dritt so spielen kann. Vielleicht mal mit einem Special Guest und so weiter. Das kann man ja gut auf der PlayStation, wenn man auf der Elgato, mit der Elgato aufnimmt, also Elgato lohnt sich dann schon, wenn ich mir die zum Geburtstag holen würde. Und das wäre es mir auch wert für die Klopapeters, weil ihr seht, kaum haben wir jetzt dieses letzte BFH-Video rausgehauen und es angekündigt, dass wir jetzt Minecraft Let's Playen, ich glaube, das Video hat jetzt, ich kann nochmal nachgucken, also beim Stand vorhin, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, hatten wir 20 Aufrufe und 11 Likes und schon 2 Kommentare, was ja für unsere Verhältnisse eigentlich ziemlich viel ist. Und dafür wollte ich mich jetzt auch nochmal bedanken. Und hoffe, dass ihr weiterhin so aktiv einschaltet. Also wie gesagt, wir haben 20 Aufrufe, 11 Likes und 1, 2, 3, 4, 5, 3 Kommentare besser gesagt. Und ja. Okay, dann erstes jetzt vom Video, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben lassen, so wie im vorherigen Video. Bis zum nächsten Mal und ciao!